Ganz herzlich willkommen alle zur heutigen Live-Session im Bienen- und Imkerei-MOOC, also im BIMOOC. Ich freue mich ganz sehr, dass es mir gelungen ist, den Herrn Biermann zu überzeugen, bei uns einen Vortrag zu halten, weil ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe diesen Vortrag selber schon gehört und es ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie die Zusammenarbeit auch von Imkern und Landwirten und Bauern funktionieren kann und wie man vor allen Dingen tatsächlich richtig produktiv und positiv zusammenarbeiten kann. Und deswegen würde ich das jetzt gerne an Sie übergeben, Herr Biermann. Und Sie können sich selber kurz vorstellen und dann natürlich auf das Projekt eingehen. Ja, vielen Dank, Herr Liesch, für die Begrüßung. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, das passt technisch jetzt, dass alle die Präsentation sehen können. Ja, genau. Also ich sehe es dort hinten. Wunderbar. Herr Liesch ist auf mich oder ist an mich herangetreten und hat mich gebeten, meinen Vortrag nochmal in diesem Rahmen zu halten, den ich bei dem Amt für Landwirtschaft in Nossen gehalten habe, dieses Jahr im Winter. Und dort war nämlich das Thema dieser Veranstaltung Landwirt, Obstbauer und Imker im Gespräch, miteinander reden und gemeinsam Lösungsansätze finden. Und dort war ich geladen und habe dort vorgestellt, was wir so auf diesem Gebiet machen. Und ich fand dieses Thema sehr, sehr passend gewählt, gerade so die Zweitüberschrift miteinander reden und gemeinsam Lösungsansätze finden, weil das der Schlüssel zum Erfolg ist für eine gute Zusammenarbeit zwischen Imker und Landwirt. Dieser Bitte von Herrn Liesch bin ich dann halt nachgekommen, um das heute zu machen. Damals wusste natürlich keiner, dass dieses Thema der Video-Internet-Konferenz ein hochaktuelles ist zu dieser jetzigen Zeit. Ich hoffe, ich kann Sie alle so ein bisschen davon begeistern, was wir hier tun. Mal kurz, wer sind wir? Ich leite das Saatgut Plausig. Plausig liegt im Nordosten der Stadt Leipzig. Probier's mal mit der Maus, ob das für Sie sichtbar ist. Ja, hier sehen Sie, also hier sehen Sie die Stadt Leipzig. Ganz markante Punkte haben wir hier oben im Nordwesten den Flughafen, im Norden die neue Messe und hier im Nordosten das BMW-Werk. Das ist genau das Gebiet, in dem wir wirtschaften. Wir wirtschaften quasi kurz vom Flughafen bis kurz vor Taucher in diesem großen Bogen. Und das BMW-Werk liegt so als zentraler Punkt mittendrin. Unsere Hochstelle ist südlich vom BMW-Werk ungefähr. Hier liegt der Ortsteil Plausig und dort ist auch unsere Hochstelle. Das Ganze mal ein bisschen näher rangezoomt, nochmal diese markanten Punkte ein bisschen näher. Also hier die Messe, hier BMW und hier unten sind wir mit unserer Hochstelle. Das BMW-Werk war ein einschneidender Punkt für den Betrieb. Also allein die Fläche, die versiegelte Fläche, die Sie hier sehen, waren 250 Hektar, die rausgegangen sind, plus Flächenausgleichsmaßnahmen waren es insgesamt 450 Hektar Flächenverlust für den Betrieb durch den Bau dieses BMW-Werks. Anfang der 90er, der Bau der neuen Messe, das waren auch ca. 300 Hektar, die rausgegangen sind. Also Sie sehen, wir liegen hier mitten im Fokus der Großstadt, beziehungsweise haben die Großstadt im Rücken. Wir wirtschaften bis hier in die Stadt rein mit gut 200 Hektar, was natürlich auch das ein oder andere Konfliktpotenzial birgt. Wir bewirtschaften eine Gesamtbetriebsfläche von 2400 Hektar. Davon bewirtschaften wir 2300 Hektar konventionell und 100 Hektar ökologisch. Im Schnitt haben wir 57 Bodenpunkte in einer Spanne von 45 bis 72. Die Böden mit über 70 Bodenpunkten befinden sich im westlichen Betriebsteil, also alles, was Richtung Flughafen ist. Und die Bodenwertzahlen nehmen Richtung Osten, also Richtung Taucher, nehmen die dann ab, sofern wir dann aus der Leipziger Tieflandebene rauskommen und dann in das Endmoränengebiet kommen. Im Schnitt der Jahre haben wir hier 630 Liter Niederschlag. Das ist der Schnitt der Jahre 2003 bis 2017. Eine Menge, mit der man gut leben kann, zu passenden Zeitpunkten. Was die letzten beiden Jahre bei uns hier in Mittel- und Ostdeutschland los war, wissen wir alle. 2018 hatten wir 380 Liter und 2019 537 Liter. 2019 sieht im ersten Blick gar nicht so schlecht aus, aber die Ernte war genauso miserabel wie 2018, weil wir halt null Bodenvorräte hatten, die auch bis heute nach wie vor nicht aufgefüllt sind. Insgesamt beschäftigen wir 13 Arbeitskräfte, Vollbeschäftigte und drei Auszubildende. In diesen 13 Arbeitskräften sind
alle Mitarbeiter inbegriffen, also von der Verwaltung über die Werkstatt, über die Schlepperfahrer. 3 Auszubildende in jedem Lehrjahr ein, ist für mich ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung. Jetzt ist es ja so, dass die Landwirtschaft mittlerweile einem sehr, sehr hohen Druck, ökologischen Druck und gesellschaftlichen Druck ausgesetzt ist. Das ist in aller Munde. Und dieser Druck stellt sich ja so dar, dass der Otto-Normalverbraucher morgens aufsteht und denkt, der Landwirt bringt so seine Gülle aus, wie hier auf diesem Bild, fährt mit seiner Pflanzenschutzspritze den ganzen Tag durch die Gegend, spritzt so dicht an den Graben ran, spritzt am besten nur noch Glyphosat und verunstaltet seinen Acker so, dass es zum Bodenabtrag oder zu schädlichem Bodenabtrag kommt durch Wind und Wassererosion. Dem widerspreche ich ganz klar und sage, das ist natürlich nicht so. Kein Landwirt, kein Berufskollege hat dieses Interesse, so zu arbeiten, so zu handeln, und keiner tut das unter Vorsatz. Da wir, wie ich Ihnen das vorhin schon gesagt habe, ja komplett hier im Fokus der Stadt stehen, ist mein Ansatz, dass wir hier agieren müssen und nicht reagieren. Das heißt, über das, was wir tun, aufklären müssen. Und alles natürlich unter betriebswirtschaftlichen Aspekten und umweltgerechten Aspekten bestmöglich vollziehen. Und dazu gehört für uns einfach auch, dass wir so ganz wichtige Dinge, dass wir halt einfach auch an Fruchtfolgen denken, dass wir für unseren Standort angepasste Kulturen, Sorten etc. anbauen, dass wir teilflächenspezifische Bewirtschaftung durchführen, insbesondere bei der Düngung und dem Pflanzenschutz. Und dass wir das natürlich aufgrund der Basis von regelmäßigen Boden- und Pflanzenanalysen tun und dass wir den Pflanzenschutz nach Schadschwellen durchführen und das Ganze so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Dazu gehört auch Anlage von Blühstreifen, Lärchenfenstern und Brachen. Die Geschichte mit den Lärchenfenstern machen wir schon über Jahre. Das hat sich bewährt, und Blühstreifen und Blühflächen und Brachen legen wir auch gezielt und vermehrt an. Und das ist bei uns mittlerweile in diesem Jahr, nimmt das eine Fläche von 46 Hektar ein. Zu diesem Ganzen muss man sagen, jetzt muss ich einmal ein bisschen zurückspringen, um das einmal nochmal zu verdeutlichen. Kommt hinzu, dass wir bei dieser ganzen Denken und Anlagen von solchen Blühflächen, Blühstreifen bei uns mitten in dem Gebiet, das wir bewirtschaften, und zwar hier oben in der Ortschaft Hohenheida, die liegt hier, der größte Imker, größte Berufsimker Leipzig sitzt, die Familie Bär. Und es halt per se schon für uns Normalität ist, halt sehr eng mit ihm bzw. unseren ortsansässigen Imkern zusammenzuarbeiten. Sei es bei der Anlage solcher Blühflächen, solcher Blühstreifen, dass man da auf eventuell gewisse Wünsche beider Seiten eingeht und halt auch bei der Absprache von Pflanzenschutzmaßnahmen, Fruchtfolgeplanung will ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen so weit rausgegriffen, aber auch, dass man abspricht, wo wächst im nächsten Jahr der Raps mit der Blüte, wo kann man sich hinstellen, sodass das alles im Vorfeld lange abgesprochen wird. Und zwar gehört da für mich auch ganz entscheidend dazu, dass der Pflanzenschutz in gewissen Phasen, ich sage mal in Anführungszeichen heißen Phasen, wenn es unseren Insekten und der Biene, wo es ja jetzt auch vorrangig heute drum geht, wehtut, dass diese Pflanzenschutzmaßnahmen halt in die Nacht verlegt werden. Sie sehen ja auf dem Bild ein Raps in der Vollblüte. Es ist ja jedes Jahr ein Anblick aufs Neue, den ihr und mein Herz höher schlagen lässt, wie schön das aussieht. Und wir sind halt oft dazu gezwungen, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Termin eine Pflanzenschutzbehandlung durchzuführen, vorrangig mit Fungiziden. Und bei gewissen Schadinsekten auftreten, müssen wir da auch ein Insektizid mitnehmen. Und diese Maßnahme, ist es bei mir so, dass ich A, das nachts mache, B, ein B4-Mittel ist. Und meine Wunschvorstellung wäre dann noch, als dritter Aspekt, das mit Trockenbleckdüsen durchzuführen. Das heißt, dass wir das gesamte Komplettpaket, also alles das, was uns theoretisch möglich ist, um die Bienen zu schützen, durchzuführen. Die ersten beiden Punkte erfüllen wir seit mehreren Jahren. Also, dass wir nachts fahren und B4-Mittel. Mit den Trockenbleckdüsen ist uns leider bisher immer noch keine passende technische Lösung von der Industrie gebracht worden, um das an unseren Pflanzenschutzgeräten
umzusetzen. Also es geht nicht darum, diese zu montieren, das ist gar kein Thema, sondern es geht ganz klar allein um den Transport. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, wie Sie sie auf dem Bild sehen, das ist eine gezogene Pflanzenschutzspritze. Und wenn dieses Gestänge von 30 Meter Breite mit diesen Dropleg-Düsen, die hier unten dran hängen, klappt, kommt es zu Platzproblemen an den Kotflügeln bzw. an den Reifen dieser Pflanzenschutzspritzen. Und da gibt es keine technische Lösung, die es möglich macht, dass diese Dropleg-Düsen nach oben zur Seite wegklappen, sodass das kein Problem gibt. Die einzige Lösung ist halt, dass man es manuell abschraubt, aber das können sich keiner Arbeitskraft in der Nacht zumuten, nach jeder geleerten Pflanzenschutzspritze oder bei einem Wechsel der Felder absteigen zu müssen, diese Düsen abzuschrauben und wieder anzuschrauben. Wir beschäftigen uns da nach wie vor mit, und wenn man halt an die Pflanzenschutzspritzenhersteller herantritt, ist es so, dass es da halt bekannt ist und auch auf deren Prioritätenliste steht, aber halt leider nicht ganz oben steht. Es gibt mittlerweile einen Hersteller, der es vom Werk aus kann. Dieses Fabrikat fahren wir aber nicht. Jetzt ist es so, dass wir diese Pflanzenschutzbehandlung nachts, also es ist nicht nur die Blütenbehandlung, sondern auch andere Maßnahmen, dass wir die nachts durchgeführt haben und dann wir halt von der Bevölkerung es einen großen Aufschrei gab und wir einer gewissen Diskussion ausgesetzt waren, dass wir in der Nacht arbeiten, weil wir was vertuschen wollen, weil wir was Verbotenes tun. Und das haben wir halt der Richard Bär und ich uns halt zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, das kann nicht sein, weil wir ja eigentlich genau das Gegenteil machen. Und da haben wir halt ganz klar gemerkt, dass wir dann da halt einfach besser aufklären müssen. Und so haben wir uns dann halt im 2019 gesagt, okay, wir müssen halt, bevor das Ganze passiert, in die Öffentlichkeit gehen und haben dann, bevor wir das die Blütenbehandlung anstand, haben wir halt über Tageszeitungen, soziale Medien und auch das lokale MDR-Fernsehen darüber aufgeklärt, warum und was wir da tun. Und da war dann genau das Gegenteil, dass halt die Resonanz sehr, sehr positiv war und dass es dann auch für den normalen Verbraucher nachvollziehbar war, was wir da tun. Zu dieser ganzen Geschichte, also zu dieser ganzen Aufwand, den man dort betreibt, Richtung Bienen- und Insektenschutz, bin ich selbst in der eigenen Firma der Diskussion mit meinen Mitarbeitern ausgesetzt, die dann sagen, Herr Chef, warum setzt du da eigentlich so viel Zeit und Aufmerksamkeit für dieses Thema? Und das ist eins der großen Punkte, diese Aufklärungsarbeit, die man halt nicht nur, ich habe es jetzt mal außerbetrieblich genannt, leisten muss in der Bevölkerung, sondern auch innerbetrieblich, denn sie müssen ja die Mitarbeiter bei so einer ganzen Geschichte mitnehmen, die davon überzeugen und zu sensibilisieren, dass es richtig ist, was wir tun. Weil bei unserer Betriebsflächengröße sind sie halt auf gute Mitarbeiter angewiesen, die halt auch sowas oder dazu bereit sind, diese Arbeiten oder für uns Arbeiten zu verrichten. Außerbetrieblich ist es ganz klar, was ich gesagt habe, dass man dieses persönliche Gespräch sucht bezüglich der Planung, Vorhaben, um ganz klar diese Vorurteile ausräumen kann und dass es halt auch im Nachhinein nicht einfach zu Kommunikationsproblemen kommt. Das ist ja das größte Problem in der Imkerschaft oder in der Landwirtschaft, dass es oftmals hakt auf dieser Ebene, dass da keine vernünftige Kommunikation stattfindet. Und da muss da ist auch nicht jeder für geboren, also man muss da natürlich auch auf Menschen zugehen können und vielleicht das ein oder andere mal über seinen Schatten springen können. Und ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber es ist ja in der Vergangenheit so gewesen, dass ja das Durchschnittsalter der Imker, der Hobby-Imker relativ hoch ist und dass es dadurch halt durch die verschiedenen Generationen ja oftmals schon in der Kommunikation gehakt hat. Jetzt ist es bei uns so, dass der Richard Bär und ich sind ein Alter und da ist die Kommunikationsebene schon wesentlich einfacher. Hinzu kommt noch, dass er und sein Papa halt einen sehr guten Draht oder auch Stellenwert in dem hier anliegenden Imkerverein haben, wo dann halt auch wieder sehr, sehr viele Imker zusammenkommen. Also dass da die Streubreite sehr, sehr groß ist, wenn wir uns da absprechen. Das ist, nochmal darauf zurückzukommen, die Grundvoraussetzung, dieses Zwischenmenschliche. Also die eine Seite muss die andere Seite verstehen. Der Richard sagt das immer ganz toll. Der sagt, natürlich schmeckt es ihm nicht, dass wir in einer Rapsblüte eine Insektizidbehandlung machen müssen. Aber er sagt ganz einfach, der Landwirt muss es machen. Er muss ja Geld verdienen. Und dass er das ja nicht macht, um halt den Imker oder die Bienen zu ärgern.
genauso verstehe ich natürlich ihn auch, dass er sagt, hier Mensch, da fliegen meine Bienen rum, ich möchte natürlich nicht, dass die in irgendeiner Weise zu Schaden kommen. Und dadurch, dass wir halt beide uns dem bewusst sind und da aufeinander halt zugehen, funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Ich habe dann auch einfach, dann auch, dass man dann mal zu ganz anschaulichen Maßnahmen greift, da habe ich dann halt zum Richard auch letztes Jahr gesagt, komm, hier wo jetzt da ein Großteil deiner Bienen steht, in dem Rapsblock sind 90 Hektar gewesen, also nicht ganz wenig, fahren wir einfach mal kein Insektizid und vergleichen auf der Nachbarfläche, wo wir Insektizid gefahren haben in der Blüte, ob es da zu einem Ertragsunterschied kommt. Der war ganz deutlich da, der Ertragsunterschied, und da konnte ich halt dann ganz klar mal schwarz auf weiß darlegen, was das dann halt auch monetär bedeutet, was für finanzielle Verluste pro Hektar das dann sind, wenn man entsprechend eine Menge weniger erntet. Und so halt einfach sich dem auch öffnet, sagt hier, vielleicht ist das dann für euch so ein bisschen mehr nachvollziehbar, was der Landwirt da tut. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass wir uns da an die Öffentlichkeit gewandt haben, indem wir halt die Tageszeitung, die Bauernzeitung, also Printmedien im Allgemeinen angesprochen haben, dass das MDR bei uns war und halt wir die sozialen Medien für sowas in Anspruch genommen haben. Es ist ja, darf man ja auch nicht verleugnen, auch so, dass es mittlerweile so ist, dass wir ja über Facebook und WhatsApp ja eine wahnsinnig schnelle und große Verbreitung haben, sodass man das dann für solche positiven Dinge dann auch mal nutzen kann. Unser ganzes Maßnahmen, unser Vorgehen hat dann dazu geführt, dass wir uns für die Auszeichnung Honigbienenschutz engagierter Betrieb 2019 beworben haben, weil wir einfach gesagt haben, wir machen schon so viel, jetzt können wir uns auch mal daran bewerben. Dann war eine dreiköpfige Kommission bei uns, die dann sich den Betrieb angeguckt haben und zwischen 3 und 4 Stunden, also relativ lange gelöchert haben, wie das hier wirklich vonstatten geht. Und wir sind dann in die engere Auswahl gekommen und sind einer der 3 Betriebe in Sachsen gewesen, die im letzten Jahr damit mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Diesen ganzen Maßnahmen, die wir bisher schon gemacht haben und immer noch machen, war dann nicht genug. Diese ganze Auszeichnung und diese medienwirksamen Dinge, die wir halt gewählt haben, haben halt für die Aufmerksamkeit gesorgt, sodass dann irgendwann die NABU auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, ihr macht da so tolle Sachen, lasst uns mal zusammenarbeiten. Und aus so einer losen Truppe, die sich einfach mal zusammenbegeben hat und beratscht hat, ist dann der Biotopverbund Leipzig-Nord entstanden, den es jetzt seit knapp einem Jahr gibt hier bei uns im Norden. Die besteht aus den Gründungsmitgliedern, wie Sie es hier unten sehen. Das ist einmal der Zweckverband Partenau, der NABU, die Imkerei Bär, wir das und BMW und die Stadt Leipzig in Form der Stadtforsten. Und zwar hat dieser Biotopverbund ein Gebiet, in dem wir arbeiten, vom auch wieder so ganz grob vorgestellt, vom Flughafen bis rüber nach Taucha. Und in diesem Gebiet wollen wir halt diese ganzen Maßnahmen, die die Teilnehmer, die Sie unten aufgelistet sehen, alle für sich schon tun, einfach bündeln und gemeinsam halt noch mehr erreichen zu können für unsere Insekten und Bienen. Weil jeder dieser Teilnehmer legt halt gewisse Blühstreifen, Blühflächen an, Brachflächen, die Forsten tun ja da auch einiges und dass man sich da einfach abspricht und einen gewissen Mehrwert dadurch erzielt, wenn wir in der Landwirtschaft mal eine Fläche oder Streifen nach diesen bekannten 5 Jahren umbrechen müssen, dass dann für die Arten, die man dort angelockt hat, eine erreichbare Ersatzfläche zur Verfügung steht. Was ist das Ziel dieses Biotopverbundes? Dass wir einfach die verschiedensten Kompetenzen in dieser Runde bündeln, dass wir unser Wissen vermitteln und dass wir unser Wissen teilen und ganz, ganz wichtig, dass wir Vorurteile brechen. Also ich habe aus meinem Berufsumfeld kam die Kritik, wie du setzt dich mit einem NABU an einen Tisch, wiederum der NABU, die setzt sich mit der Autoindustrie an einen Tisch. Also das ist genau dafür dient das, dass diese Vorurteile ganz klar ausgeräumt werden können. Und ich kann Ihnen sagen, dass natürlich auch hier wieder Grundvoraussetzung ist, dass man sich zwischenmenschlich versteht, aber wenn das passt, bringt einem das sehr, sehr viel, dass man auch mal sieht, warum die anderen so arbeiten, was die halt für Hintergründe und teilweise auch für Zwänge haben, dieses tun zu müssen. In unserem Gebiet von diesem Biotopverbund wollen wir ja Transparenz schaffen. Was gibt es schon? Wer macht was? Wo können wir noch mehr machen? Wo können wir eventuell was zusammen machen bzw. zusammen erweitern, um noch mehr zu erreichen? Diese konkreten Maßnahmen entwickeln wir und setzen das dann um. Das haben wir erreicht. Also wir sind auch schon viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
sei es Kindergartengruppen, Grundschulgruppen etc. Und das natürlich verbunden mit der Umweltbildung. Und das hat schon für viel Aufmerksamkeit, zu viel Aufmerksamkeit geführt. Also wir haben einige Partner, Unternehmen etc., die in der Warteschleife sind und gerne bei uns mitmachen wollen. Wir haben alte Obstbaumsorten gepflanzt, haben weitere Blühflächen und Streifen angelegt und teilweise das durch den Honigverkauf finanziert. Und zwar haben der Richard Bär und ich dann letztes Jahr gesagt, der Richard erhöht sein Glas Honig um den Preis von 10 Cent und diese 10 Cent mehr Erlös werden in den Kauf von Saatgut gesteckt, was er finanziert. Ich stelle die Fläche zur Verfügung und wir haben es jetzt hingekriegt zur diesjährigen Aussaat Mitte März, dass es knapp 2 Hektar geworden sind, die wir mehr allein durch diese Aktion anlegen konnten. Wie ich vorhin schon sagte, sind wir natürlich offen für weitere Unternehmen und Interessierte, die bei uns mitmachen können. Ganz wichtig ist es auch unter diesem Punkt Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung, dass ja wir diese Blühstreifen und Blühflächen, die wir ja machen, auch zu mancher Jahreszeit natürlich nicht mehr so schön aussehen, so wie im Herbst oder im Winter. Ich sage das immer so gerne, der Sachse sagt dann, die Fläche sieht liederlich aus, aber dass das so sein muss und dass die dann auch so ungepflegt aussehen soll. Und das haben wir halt gesagt, das müssen wir aufklären. Und dann haben wir dieses Schild entwickelt zu dieser Blühfläche, wo halt draufsteht, was diese Fläche für einen Sinn erfüllen soll. Dieses Schild stellen wir dann an viel frequentierten Wegen und Flächen auf, wo sowas angelegt wurde, um halt den Verbraucher darüber und den Spaziergänger darüber aufklären können, was jetzt auf dieser Fläche so passiert und warum das so aussehen muss. Das wäre es von meiner Seite aus erstmal. Stehe jetzt für Fragen und Antworten sehr gerne zur Verfügung. Gut, ganz herzlichen Dank erstmal. Gibt es aus dem Teilnehmerkreis jetzt direkt Fragen, Hinweise, Meinungen? Ich habe eine Frage jetzt direkt noch, damit man noch Zeit hat, hier Fragen zu stellen. Wie wird denn das realisiert mit dieser Planung dieser Ersatzflächen? Weil ich weiß, das ist immer so ein Problem, wenn die Flächen umgebrochen werden für die Blühflächen, dass die Insekten praktisch die Ersatzflächen zum Wechseln in sinnvoller Entfernung haben. Wie wird denn das bisher gelöst? Gibt es da schon Beispielprojekte zwischen den Partnern? Es ist ja so, dass wir Landwirte ja wenn wir eine Fläche stilllegen oder eine Fläche mit, also auch in Form einer Blühfläche oder Blühstreifen, dass wir diese Fläche nur maximal 5 Jahre so nutzen dürfen, weil dann die Ackerfläche ihren Status verliert und in den Grünlandstatus verfällt. Das ist EU-Recht, das ist ein System, in dem wir gefangen sind. Da kommen wir nicht raus. Das heißt, wir müssen spätestens nach 5 Jahren die Fläche dann, man sagt, der Fruchtfolge wieder zuführen. Das heißt, sie wieder mit einer Kultur bebauen und können dann nach einem Jahr diese Fläche halt wieder umwandeln in Blühfläche, Blühstreifen, Stilllegung. Jetzt ist es ja so, dass das aus naturschutzfachlicher Sicht totaler Blödsinn ist, weil wir ja über diese 5 Jahre da Arten angelockt haben auf diese Fläche und das auch sehr, sehr erfolgreich. Teilweise und jetzt brechen wir diese Fläche um und diese Arten kommen dann um oder wissen nicht mehr, wo sie dann wieder hin sollen. Und deswegen wird das in dieser Runde abgesprochen. Wenn ich jetzt eine Fläche umbreche und es nicht selber schaffe, in unmittelbarer Nähe, wir sprechen davon 200-300 Metern, eine Ersatzfläche anzubieten, ob es eine Möglichkeit gibt, dieser Teilnehmer das anders oder das zu übernehmen. Das, als Beispiel ist es so, dass es zum Beispiel dann auch das BMW-Werk tun kann, die ja sehr, sehr viel auf ihrem Betriebsgelände machen, was so Blühflächen angeht. Und das, wenn das in dem entsprechenden Radius liegt, funktioniert das schon so, wenn wir was umbrechen, dass da eine Ersatzfläche geschaffen wird oder schon da ist. Und wie ist das langfristige Ziel für sowas jetzt in diesem Biotopverbund? Ja, der große, große Wunsch, man soll ja Wünsche und Träume haben, ist natürlich von uns allen und insbesondere von dem NABU, dass sich dieser Biotopverbund wie mal so ein großer grüner Kreis um die Stadt Leipzig, wie so ein Band, ein grünes Band um die Stadt Leipzig legt. Ist das grüne Band jetzt gedacht, dass man so ein Netzwerk von Blühflächen hat oder eine ganze Fläche, die hier nur noch der... Im Netzwerk. Gut. Ich glaube, alles andere wäre unrealistisch.
Ich sehe bisher immer noch keine Frage im Chat. Ich hatte noch ein Thema dazu, das betrifft nämlich diese Dropleckdüsen. Ne? Die waren ja immer so stark als Trend gedacht, was die Insekten schützen kann. Das Problem, vielleicht können Sie nochmal darstellen, was das bedeuten würde, wenn die Mitarbeiter, weil sie sich nicht anklappen lassen, die nachts abbauen müssten und vielleicht auf eine andere Fläche transportieren. Es ist ja so, dass müssten sie über Kopf arbeiten. Also am besten wäre ja schon eine kleine Leiter dabei haben, um das abschrauben zu können. Dann der Transport dieser Dropleckdüse, also das ist ja ungefähr knapper Meter lang insgesamt. Und diese, wenn sie die abschrauben, müssen sie ja irgendwo zwischenlagern können, um sie mitnehmen zu können. Dann sind die ja nicht sauber. Also einmal generell verschmutzt und dann sind da ja auch noch Rückstände des Pflanzenschutzmittels drin. Das heißt, wir können ja diese Düse nicht einfach in die Kabine schmeißen, das mal ganz einfach auszudrücken, sodass man da immer sich dann, also diese Schritte immer weiter überlegen muss, weil das ein ganz schöner Rattenschwanz ist, um die dann halt weiter zu transportieren und halt dann auch wieder dementsprechend anzubauen. Hinzu kommt natürlich der Faktor Zeit, dass die dann in Anspruch genommen wird und dann in der Nacht weniger gespritzt werden kann oder weniger Flächenleistung ist, weil diese Aufgaben vollzogen werden müssen. Es ist so, dass in Süddeutschland und in den alten Bundesländern, wo die Strukturen halt kleiner sind, die Landschaftsstrukturen, sie teilweise auch, nicht nur, aber auch Pflanzenschutzspritzen haben, die angebaut sind, also die kein eigenes Fahrwerk haben, die halt dann vom Behältervolumen und von der Arbeitsbreite nicht so groß sind. Und bei diesen Spritzen ist das kein Problem, weil die kompakt hinter die Maschine klappen, dort kein Radkasten ist, keine Räder. Und da funktioniert das wunderbar. Also da können Sie diese Droplex dran lassen. Aber das sind dann Arbeitsbreiten bis 15, maximal 18 Meter. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir arbeiten mit 30 Meter, sodass dann diese Variante der Pflanzenschutzspritze oder dieses Modell der Pflanzenschutzspritze für uns nicht mehr in Frage kommt. Hallo, ich arbeite für eine Schule. Hört ihr mich? Ja, ja? Wir hören. Ja. Ich arbeite für eine Schule als Schulsozialpädagoge und wir möchten gerade ein großes Bienenprojekt bei uns an der Schule initiieren, mit 4, 5 verschiedenen Kollegen, die da sehr aktiv sind und jetzt dieses Jahr eigentlich auch an einem Imkerkurs teilnehmen wollten, was sich dann jetzt aber erstmal wieder erledigt hat. Und bevor das jetzt so richtig in eine aktive Phase starten kann, möchten wir gerne, sobald die Schule wieder losgeht, dann Bewusstseinsbildung betreiben, mit Schülerinnen und Schülern dann eben entsprechende Blühflächen anzulegen, da unser Schulgelände ziemlich groß ist und da viele Möglichkeiten dafür bestünden. Wie das eben immer so ist in der Schule, ist für nichts Geld da und für Saatgut, für Blühflächen schon gar nicht. Und daher frage ich mal, ob es da Institutionen gibt oder Ansprechpartner gibt, wo man solches Saatgut beziehen könnte für so ein soziales Projekt, sage ich jetzt mal. Das Land Sachsen hat da eine sehr hohe Fördersumme ausgelobt, was das unter anderem angeht. Schauen Sie bitte einfach mal im Netz, recherchieren Sie mal unter Sachsen blüht. Dort ist genau für solche Projekte, wie Sie beschrieben haben, und auch für Privatmenschen, genau das gedacht, dass Sie bis zu einer Fläche von 2000 Quadratmetern Saatgut umsonst zur Verfügung gestellt bekommen, müssen aber ihr Einverständnis geben, dass sie diese Fläche, ich sage mal, über eine Google Maps Karte freigeben, dass die für jedermann einsehbar ist und sie so aber für wenig Geld oder gar kein Geld hat, dann an ein optimales Saatgut rankommen, um die dann anlegen zu können. Also das würde ich an ihrer Stelle mal als ersten Schritt machen. Wie gesagt, Sachsen blüht, genau das, was Sie eben geschildert haben, dafür vorgesehen. Ja, hört sich toll an. Ich bin jetzt in Rheinland-Pfalz. Gibt es da sowas auch? Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Mit Sicherheit, also irgendwie in der Richtung. Bestimmt. Mache ja schon viele Bundesländer. Ja, genau. Also wahrscheinlich kann man das jetzt... Ich habe nämlich beim NABU schon angefragt und beim BUND habe ich auch schon angefragt und die haben mich da auch verwiesen aufs Land. Aber nach meinen Recherchen macht unser Land da relativ wenig, was Blühflächen im Speziellen jetzt angeht.
Ne? Na, bei es gibt in Sachsen noch ein Thema, dort macht es auch das Bildungsministerium. Die haben, glaube ich, hier für die Bildung Projekte freigegeben, die sich mit Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen. Und dort kann man für die verschiedensten Sachen, also vom Anlegen von einem Bienenstand in der Schule bis auf solche Flächen und auch so Bildungsthemen, sogar Ausfahrtengelder, also Sachen finanziert bekommen. Also es könnte auch tatsächlich über ein Bildungsministerium was laufen, unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Also hier läuft das hier komplett unter Nachhaltigkeit, wo man solche Sonderprojekte realisiert bekommt. Okay, vielen Dank erstmal. Gut. Gerne. Also gibt es sonst in der Runde noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern, die sich heute bei dem wunderschönen Wetter die Zeit genommen haben, bei einer Online-Session dabei zu sein. Ich hoffe, es haben etliche paar interessante Impulse mitbekommen, vor allen Dingen auch in die Hinsicht, wie kann man es vielleicht in Zukunft selber in seiner Region mit Imkerverein, mit den Bauern und Landwirten in der Region kommunizieren, auch diese persönliche Beziehung aufbauen, wie wir jetzt gerade gehört haben, und dadurch eventuell die Situation zu entspannen oder Dinge auch gemeinsam zu machen. Das würde ich mich freuen, wenn das als Impuls mitgeht und in anderen Regionen dann auch nachgemacht wird. Also vielen Dank nochmal und einen schönen Abend. Vielen Dank Ihnen auch.